Was machen denn Sie da im Finstern, Frau Kucherig? Und da drüben kein Licht auf. Ich finde mir auch im Finstern zurecht. Ihr könnt ja stolpern. Ich bin noch nicht gestolpert. Ich bin da schon ganz schön, Leute. So, da gehörst her. So. Na, alles macht's Fleiß, alles. Halten Sie da ein bisschen. Bitte. Die brauche ich für die Blumen. Kennen Sie, haben Sie die Kleiner gekannt? Na, freilich kenne ich die. Sie wohnt ja schräg unter mir. Aha. Na, halten Sie da, das sage ich anständig. Sie zittern ja bald mehr wie ich. Einen Moment noch, Frau Kranzer, ja? Die Polizei jetzt schon ihre Katzen im Dienstauto spazieren? Sehen wir wieder denken? Na, sie nicht? Nein! Was machen Sie denn da, Frau Kucherig? Was wollen Sie denn da im zweiten Stock? Ist das erste Mal, dass ich da herum erlebe? Mein Blumenstock, mein Blumosus haben sie mir weggetragen, den ich immer am Fensterbrett zum Lichthof stehen hab. Na, da herum ist er jedenfalls nicht. Wer soll denn Ihnen einen Zwergerlstock da aufgetragen? Aber weg ist er. Und noch nie hat mir jemand die Blumen vom Gangfenster gestohlen. Muss ja niemand aus dem Haus gewesen sein. Aber freilich war das jemand aus dem Haus. Und jetzt geh ich noch in den dritten Stock auch auf, wenn ich schon so hoch herum bin. Also da auf brauchen Sie gar nicht mehr gehen. Da wohnen nur mehr Jugoslawen. Die machen sich nichts aus innere Blumen. Höchstens ein Salat. Ein Salat? Wo sind wir dann? Aber vielleicht hat's einen Freund. Mir scheint, die reden von mir. Ich meine, du hast Rotschen im Kopf. Den ganzen Tag geht er die schnodern. Und was ist mit Ihnen? Warum ist bei Ihnen den ganzen Tag die Wohnungstür offen? Ich bin immerhin nur die Hausmeisterin da. Aber vielleicht nicht mehr lang. Wer sagt das? Was soll das heißen? Die will sich da nur ärgern. Sie fahren immer ein in den ganzen Geschäft. Ah, da schau ich aber. Die Post ist auch wieder im Haus. Machen Sie ein Wirtshaus auf, Frau Matula. Halten Sie die Goschen. Ist das Ihnen euer Aufpasser, zusätzlich zum Hund? Jetzt halten Sie die Goschen. Sie! Werden Sie nicht raviat? Eine Mord in dem Haus ist genug. Was soll denn das jetzt heißen? Na was? Wollt vielleicht sagen, ich mit dem Mord an der Kleine was zu tun? Das haben aber jetzt Sie gesagt. Die alte Schrägschramm soll sie über die Häuser hauen. Sie! Sie sind ja betrunken. Ihnen müsst mir die Uniform ausziehen, aber auf der Stelle. Aber nur, dass man sie noch als Gnebe ins Meer stoppt. Jetzt reicht's aber. Jetzt scheint das weiterkommen. Mein Haus kann ich keinen Wirbel brauchen, da schau ich drauf. Ich steh in den Haus da, wo ich will, wann ich will und wie lange ich will. Merken Sie nicht das? Und zweitens, wenn Sie schon so viel aufpassen, dann wissen Sie wahrscheinlich auch, wo der Blumosus von der Frau Kucherig gekommen ist, der da immer auf dem Fensterbrett gestanden ist. Der ist in Hof übersiedelt, zu die Kolonia gekommen. Zu die Mistkeben? Wieso? Ich hab Ihnen 100-mal gesagt, dass der Blumosus am Fensterbrettl nichts verloren hat. Glauben Sie, er redet für die Luft? Ja, aber wo soll ihn denn sonst hinstellen? In meinem kleinen Zimmer ist ja kein Platz mehr. Setzen Sie ihn halt am Friedhof ein, da sind Sie eh schon so gut wie zu Hause. So ein Gefraß, so ein widerliches. Wirklich wo? Da. Was da? Also gestanden, mein Blumosus, da. Die kehrt weg, die Hausbesorgerin. Die kehrt weg! Wirklich? Wer kehrt weg? Passen lieber Sie auf. Ich weiß nämlich Bescheid. Gar nichts wissens. Ein bisschen viel Fantasie haben's. Nichts wissens. Nichts Fantasie? Die Kleine hat mir erzählt, warum statt Ihnen die Jugoslawin einkaufen geschickt hat. Na, warum? Weil sie gestohlen haben. Ich gestohlen? Die hat ja nicht mehr alle beieinander gehabt, die Kleine. Ein bisschen mehr vornehmen, so in den da. Sagen Sie, Herr Dockli? Ja? Gehen Sie jetzt Klavier? Nein, im Moment nicht. Aber dafür am Abend. Schade. Ich gehe nämlich jetzt zum Fleischhacker und noch einen Park. Kaufen Sie einen Spray mit Waldluft. Na, ich sehe schon. Ich werde einen Brief schreiben dem Hausherrn. Ja, aber doch nicht wegen einem Zins. Ich werde verlangen, dass eine andere Hausmeisterin herkommt. Ah ja, beschweren Sie ihn nur.
Aber beim Salzamt, sie Urschl. Mir scheint, dass die Falsche umgebracht wurden. Sie, wie können Sie denn sowas zur Frau Kucharik sagen? Ihn hat er auch vergessen. Wer? Der Mörder. Sie? Was ist das? Riechen Sie es nicht? Nein. Der Wald?